Ja, hi und willkommen, mein Name ist DaniRoyP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ja, diesmal so einen richtigen Titel, ne? Ich habe im letzten oder vorletzten Part habe ich Jedi Fallen Order gesagt. Voll nervig. Und ja, wir sind hier auf Kobo, im Lucrehulk vom Imperium, beziehungsweise von den Klonkriegern damals, ne, gar nicht wahr. Bei den Separatisten. Und ja, mach mal Kabel hier aus meinen Controller raus, nicht dass mich das ablenkt. Jetzt hängt das genau hier vor. Danke. Okay. Wir sind hier im Dingen, in diesem riesigen Schiff und gucken dann mal. Was war das? Ach ja, ich habe eine neue Machtfähigkeit. Genau. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Druiden-Kollegin hier. Sie, die vom Imperium geklaut wurde. Und ja, gucken wir mal, ob wir ihn finden. So, ich habe jetzt jemand Neues. Genau. Boom. Okay. Kann man da den Kampf auch einsetzen? Oh, Und nun? Da konnte ich halt noch hochziehen, also. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihnen Zugriff auf alles, was Kree weggesperrt hat. Hast du was entdeckt? Und dann sagen, warum ist denn gerade? So, wir laufen heute mal mit Doppelschwert und Großschwert rum. Ich weigere es mich, das Ding Parierstange zu nennen. Stimmt. Jetzt kann ich die kaputt machen. Okay. Dann bin ich mir ziemlich sicher, wir können jetzt schon wieder eine Menge Orte erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Das ist doch nicht schlecht, ne? Oh mein Gott. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe enden. Ich denke, das muss ich melden. Und dann der Papierkram, Unterlagen ohne Ende. Jede Menge Bürokratie. Perfekte Aufgabe für einen B1. Kann ich mit dem Arbeit? Sehr cool. Na, warte mal, ich kann doch. Ich hab vergessen, dass ich auch hier so ein Luftdash machen kann. Ihn hier. So. Brauche ich gar nicht hoch machen. Oh, da hinten sehe ich was Schönes. Na, wie komme ich da hin? Jetzt muss ich mich noch weiter hier mal umschauen, ne? Wenn ich mal hier was finde. Noch mehr Sachen, auf die ich irgendwie ausschalten muss, ey. Meins. Eine Sekunde lang habe ich gedacht, das wäre ein Machtriss. Wäre ein bisschen nervig gerade gewesen. Fähigkeitspunkt erhalten. Cool. Wieder hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür irgendwann ausgeben konnte. Ich habe wahrscheinlich jetzt hier im Kampf, kann ich habe schon jetzt auch irgendwie einige Sachen einsetzen, ne? Okay, da wollte ich nicht. Okay, wenn ich dann außerhalb des Kampfes mache, scheine ich keine Macht zu verbrauchen. Dann bin ich gut, was man so herum experimentieren will. Geht das sogar runter? Wege müssen nach oben führen, denke ich. Okay.
Warum ist die Kamera so geblieben? Zack. Ja. Muss man öfter ja sagen, nicht mal nein. Luna. So. Sehr cool. Ah, wenn ich mal sehe, irgendwie, dass hier einer von denen da irgendwie da am Rumlaufen ist, dann werde ich immer schon getroffen, aber. Ah. Nein, da wollte ich nicht. Warum will ich das machen? Oh, boah, das halt rückwärts. Habt ihr den gesehen? Meins. Noch ein Klumpen. Okay, weiß nicht. Hat mit dem Erkunden wird definitiv jetzt hier vollkommen irgendwie noch komplizierter werden, wenn es immer mehr Sachen kommen. Das ist jetzt schon irgendwie 10-mal mehr Sachen als im ersten Teil, finde ich. Oh, da oben hätte ich hingehen. Na komm schon, da ist auch gar nichts da unten. Gehen halt immer wieder nach oben, Mann. Oh Gott, oh Gott. Das heißt, dass wir dabei sind, ein ziemlich großes Problem zu verursachen. Okay. Na, ist doch bestimmt wieder so ein Geschütz irgendwo, ne? Pass auf. Ich wusste es. Noch mal. Ah. Habe mich schon wieder hier voll aus dem Konzept gebracht. Nur ein Kratzer. Dafür wurde ich programmiert. Halte zusammen. Der hat getötet. Ja, ich war schneller. So, von da kann ich halt erreichen, aber hier nicht. Du sollst das Ding treffen. Ja, genau deswegen wollte ich das Hintererwand machen, weil da komme ich wieder raus, werde ich getroffen. Boom. Ich gebe niemals auf. Bonk. Okay, warum habe ich den Kampf gerade so gut drauf? Das Kämpfen meine ich. Wenn ich nur. So, tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. So, ich spiele auf links, ne? Jedes Mal, wenn es irgendwie so glatt läuft, bin ich irgendwie nervös. Hier die Großmeister, alles klar. Weil jedes Mal, wenn es so glatt läuft, dann werde ich immer so paranoid, so, aber bin ich gerade irgendwie auf Dings am Spielen, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Okay. Hey, warte mal. Ihn hier. Wie mache ich das? Also. Habe ich gemacht. Ach, die Tür da. Aber ich sollte diese Fähigkeit ja noch nicht haben, wahrscheinlich, ne? Weiß ich ja nicht. Doch, ich müsste hier lang gehen, ne? Das heißt, aber ich habe so das Gefühl, dass hier ist ein bisschen optional, diese Fähigkeit, ne, die ich hier ab
Kann ich da Luft einsetzen? Warum muss ich das machen? Zack. Zack. Na, ich muss da noch höher. Okay. Kann man da der Luft einsetzen? Erstmal nehmen wir das hier. Mehr Priorität. Läuft irgendwie gerade alles sehr chillig ab. Okay, dann muss ich. Dann nehme ich an, ich kann das in der Luft einsetzen, ne? Ja. Ah, okay, da ist der Tür. Ich wollte schon sagen. Okay. Wie soll ich das machen? Hm. Ja, auf eine höhere Position erstmal. Aber wie komme ich denn jetzt dann da hoch? Darum muss ich wahrscheinlich. Okay, alles klar. Okay. Ich verstehe schon. Ist gut. Oh, was? Was ist er denn? Kopfgeldjäger oder was? Zum Glück habe ich mein Dings dabei. Boah. Ah, er war schon wieder mit seiner. Ich dachte, er war mit seiner Combo zu Ende, ne? Ja, ja, baller ruhig. Schieß mal wieder auf mich. Naja, kann's auch machen. Oh, nee. Oh, Mann. Schieß. Macht er aber jetzt voll extra, ey. Ich sammle meine Kraft. Der hat gerade weggesteckt. Ja, stimmt, er ist ja ein separates, ne? Ne, gar nicht wahr. Ja, komm her. Ah. Schieß doch mal ein paar Mal auf mich. Boah, wenn ich gerade nicht bereit bin. Na, ah, komm. Gibst du einfach nicht, ey. Na, mach das ruhig. Mach doch. Oh mein Gott. Hilfe bitte. Ah. Da. Mein Kopf geht hier. So, PD, was los? Wollte gerade schon wieder weggehen. Da.
Boah, ich hätte das vielleicht hierfür? Ja, warte mal. Geht's nach unten lang? Oh. Ja, machen wir mal. Ich muss eben drei Dinger. Da kann vielleicht nicht schaden, ne? Da gibt's doch bestimmt was ich lernen kann, ne? Ne, ich habe zwei Dinger. Nein, ich dachte, ich habe drei jetzt gerade bekommen. Habe ich nie gerade einen bekommen? Bin ich gerade durch? Ich hatte null, ne? Ich weiß es noch nicht. Mein Mikro. So. So, hier sind, glaube ich, ne, hier, da war schon voll. Verwirrung wollte ich, glaube ich, ne? Ja, mach mal das. So. Ich kann schon, ich hätte vielleicht hier noch was Neues bekommen, so mit meiner neuen Machtfähigkeit. Aber anscheinend nicht. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Ja. Ja. Bin ich da rausgezogen. Komm noch nicht ran. Ah. Ernsthaft, der ist jetzt schon wieder gespawnt. Oh, oh. Gut pariert, ne? Donk, donk. Boah, diese Animation kommt irgendwie voll selten, weil ich irgendwie nie dazu komme, irgendwie die Gegner zu parieren, habe ich so ein Gefühl. So, wo ist jetzt die Abkürzung, die ich gerade freigeschaltet hatte? Warte mal, wo ist die Abkürzung, die ich gerade freigeschaltet hatte? War doch hier, oder? Warum bin ich wieder hier? Hä? Warte mal, wo bin ich hier gerade? Ich habe mich ja voll verirrt. Ich bin noch von hier aus. Da war eine andere Abkürzung. 102. Nee. Hä? Ich bin doch gerade hier den Weg hier runtergegangen, oder? Bin ich jetzt ganz doof? Und dann... Ach hier, boah. Wow. So, dann habe ich... Oh, jetzt hat wieder oben, unten. Ist er wieder runtergegangen. Ich glaube, ich will halt nach oben packen. Ich glaube, ich will erstmal darüber gehen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich will auch noch mal gucken. Ja, wir sind schon wieder runter. Ah, nee, ich kann ja wieder. Ja, der andere, der hält doch gar nicht richtig. War immer, wenn ich gerade im. Ich will gar nicht mehr blocken, ne? Boah, gibt's ja jetzt nicht. Boah, Leute. Ah, bringt überhaupt nichts. Hey, wenn ich mal. Ich habe gar nicht mitbekommen, was der jetzt hier gesagt hat. Wirf ihn her. Ah. Der wollte es scannen. WD. Wir sind ein bisschen zu genau mit den Dingern. Wir müssen mal genau irgendwie an der Ding stehen, an der richtige. So, irgendwie muss ich jetzt da das Ding nach oben packen. Ich komme da gar nicht ran. Cool. Da komme ich doch da hinten gar nicht ran, ne? Ich wollte so da eine Abkürzung. Ich konnte die Zeit anhalten, ne? Wird das klappen? Müssen da, kann ich da rein? Ah, nur weil ich da hinten nicht
dran komme, ey. Muss ich denn da überhaupt hin dann? Wo führe mich denn da hin? Wo wird mich denn da hinführen? Kann man nicht in der Luft machen. Ich muss das Ding aktivieren. Oder soll ich das Ding hochpacken und dann dahin? Wieso komme ich denn jetzt gar nicht mehr da dran? Hallo? Ja, das ist so hoch. Da geht viel zu langsam wieder. Ich glaube, ich weiß, wie man das macht. Ich glaube, da muss ich noch nicht hin. Okay, machen wir erstmal weiter. Aber ich glaube, da muss man irgendwie von da aus sein, ne? Ich wollte jetzt hier ein Fadenkreuz machen. Der Genshin Impact Style, wenn man einen Schützen trifft, wollte ich so mit einem Fadenkreuz zeigen. Aber ich habe ja keine. Ich meine, ich habe eine Knarre, aber die habe ich gar nicht ausgerüstet. Ja, ich hätte die da oben. Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott. Da. Oh. Weil ich ausgewichen bin. Wer macht mehr Schaden eigentlich? Mir macht er gar nichts an Schaden. Aua. Mir macht Schaden. Okay. Korrigiere mich, mir macht es Schaden. Ist noch nicht mal tot. Der hat überhaupt nicht mitbekommen, was hier los gewesen ist gerade. Aha. Das. Ich glaube, so mit den Kämpfen läuft gerade so richtig, ne? Hm? Da war grad was. Ja, da. Okay. Mir bin ich heute sehr gut, habe ich ja gefühlt. Ich habe gerade ein paar Gummibonbons gegessen. Vielleicht ist das der Grund meiner Stärke gerade. Der Zuckerintus. So, was ist jetzt hier? Oh, da festhalten irgendwie. Aber da ist Elektro. Warum bin ich jetzt hier? Magische Karte, hilf mir. Muss, da ist noch was. Ja, da ist das mit dem anderen Ding, ne? Aber das hier, ne? Ich glaube, ich muss da hin, ne? Ich muss da hin, oder? Aber da komme ich doch nie im Leben hin. Da oben festhalten? Ja, ich weiß gerade nicht so genau, wo ich hin muss. Da muss ich hin wahrscheinlich, ne? Hm. Sag mir, ich soll ja durch, aber. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass das auch reicht. Vielleicht doch. Mein Gott. Nein, ich will nicht. Ich will da runter. Ich habe das Gefühl, schon wieder nicht der Richtige, was ich hier mache, ne? So.
Ich hoffe, das ist richtig hier. Hier ist nicht mehr lange verschlossen. Wieder die Datenbank für weitere Informationen. Okay. Genau. Stimmt. Das hier ist der offizielle Weg. Ja, was geht? Glaub mal bloß nicht, dass ich gegen dich kämpfe. Du zögerst es nur hier. Ja. Bitte schnappt ihr den. Ist so. Feuere eine Rakete, buff. Ja, das hast du. Und ich habe sie zurückgeworfen. Ist ja klar, ist ja, ne? Stand da gerade jemand? Bord, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Ah, den geht schon gut. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. So, diesen einen Typen, wie hieß der nochmal? Der Anführer von den Raiders, der ist ja auch irgendwo hier, ne? Ich hab das Gefühl, mit dem muss ich mich heute noch kloppen, ne? Da wird bestimmt lustig. Aber ich mag es nicht, wie die Sachen immer wieder runtergehen, wenn ich die einmal aktiviert habe. Die sollen am liebsten genauso bleiben, wie sie sind. So, da haben wir einen. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Meditationspunkt. Na, erstmal wieder schnarchen. Okay. Meditiert wieder, denkt über seine Kriegsverbrechen nach, der Kerl. Und dann geht's weiter. Irgendwie so gechillt, ich komme heute so gechillt vor irgendwie. Weiß nicht wieso. Irgendwie sehr ruhig und oder nicht. Diese komische Atmosphäre heute, ich weiß nicht wieso. Hallo, na. Ist ja vielleicht mal diese anderen Orte erkunden, wo die ganzen anderen geschützt waren. Ich hoffe, die respawnen nicht, wenn man hier meditiert. Da waren ja auch noch so Orte, ne? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Gibt es schon wieder auch neue Sachen, die ich jetzt machen kann, ne? Aber gehen wir mal ja weiter, ne? Genau deswegen habe ich das Doppelschwert ausgerüstet. Oh, das Ding ist aber immer am Resetten. Das gefällt mir nicht. Die Schilde sind immer am Resetten, wenn ich die einmal zurückgeschossen habe. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh. Ich habe nur eine Granate gehört. Ich habe schon so ganz normale Kampfdruiden gesehen, so mit den normalen Farben und so. Und wir sind da irgendwie anders angestrichen. Irgendwie ist ja nichts. Oh. Nur so kaputt haben wir gesehen, ne? Warte. Oh, oh. Ich hätte gedacht, ich muss das wieder nach oben packen. Aber das konnte man gar nicht nach oben packen. Das konnte man nur nach unten packen. Was haben wir da? Geonosiana. Was? Hä? Ich habe ein paar Druiden irgendwo. Wo seid ihr?
Bock da. Ja, wie ist ja immer vorher einmal getroffen, bevor du die kaputt machen kannst. Einfach nur reingestochen. Ich hätte den voll irgendwie den Oberkörper abgetrennt. Ja, genau, sind wir hier, aber da. Ja, jetzt sind wir wieder hier, genau. Kann ich doch bestimmt jetzt irgendwas machen, ne? Pass auf. Ne. Ich komme da immer nicht rüber. Wir sind überall geschützt, wenn ich mich nicht irre, ne? Oh Mann. Warte, ja, war ich doch schon. Hab ich gerade im Kreis? Ja, ne? Da ist noch irgendwo eine Tür. Warte, was? Wo kann ich da links? Das hier? Kaputt. Da. Ah, guck mal hier. Jetzt kann ich da hin. Guck mal hier, na. Guck mal da, schau. Wow. Zeugs. Für den Kerl. Oh, Fähigkeitspunkte sind ein bisschen unspektakulär so als Belohnung für diese Dinger. Ich hätte lieber Gesundheitspunkte. Ha! Von da ganz hinten, ehrlich. Bisschen Helfer, Kumpel. Ich muss das einfach. Ich musste einfach, okay. Einfache Kills. Was ist das da hinten? Also, ich dachte, da wäre irgendwie so ein riesiger Roboter oder so. Wir haben rumlaufen wir. So, jetzt müssen wir da. Stimmt, hier waren wir gerade. Nee, von hier aber nicht gekommen. Warte mal, wie? Hier, ne? Bin ich noch nicht gerade von gekommen. Ich bin verwirrt. Und wo kam ich denn jetzt gerade schon wieder? Ey? Ich, diese Karte macht es mir nicht einfach, ganz ehrlich. Ne, hier bin ich so vorbeigelaufen, oder? Boah, so viele Verwinkelungen. Einmal nach links und dann nach hinten. So, hier, yeah. Hier war ich noch nicht. Bonk. So ungewohnt, ihn ohne Vollbart zu sehen. Ich habe mich, als ich, bevor ich den Part begonnen habe, ich mich irgendwie so gewundert, so, boah, Kel sieht irgendwie vollkommen anders aus, ne? Ich habe ihn so ohne Vollbart gar nicht wiedererkannt. Aha. Oh, ich will das. Gib mir das. Ich will es unbedingt haben. Jetzt hier nichts passiert, aber sie auch nicht. Nee, okay. Das sah irgendwie aus wie so ein langer Gang irgendwie. Irgendwas Wichtiges leicht passieren würde. Oh, da unten ist der eine Typ wieder. Nicht das? Irgendwo höre ich was. Was ist das Ding? So, und unten? Bin ich hier oben? Hier oben bin ich richtig. Warte. Achso, boah. Leute. So. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Ah, guck mal. Ruinen zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist fast okay. Ein geringer Preis. Du hast immer noch nicht deinen Arm ersetzt? Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft.
Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage. So. Muss ich wieder jemand hier verschellen? Ich sehe schon von draußen. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Ach, die haben sich schon vorher gekannt, bevor der irgendwie sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Im Bagdad-Tank war oder was? Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Droiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Droiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Oh, hat sie nicht den Kopf gestoßen? Schade. Okay. Ja, der Typ sich immer noch nicht seinen Arm ersetzt hat, überrascht mich gerade, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Prozess ist, hier irgendwie so einen Arm zu ersetzen, ne? Aber bis jetzt hat jeder immer irgendwie seinen Arm oder seine Hand ersetzt, ne? Deswegen hätte ich gedacht, er hätte es auch gemacht. Ha! Oh ne, läuft noch weiter als einarmiger rum. Ja, von hier, wo bin ich denn jetzt gekommen gerade? Ach, da ging aber auch noch was. Kann ich da auch reingehen? Nö. Ja, ich gerade so. Ja, da wäre so ein Fensterchen gewesen. Oh, aber da kommst du ja gerade dran. Na, oh, was? Das erreiche ich nicht. Das ist doch kein Mist. Was passiert eigentlich, wenn ich runterfalle und ich habe keine AP mehr übrig? Das habe ich noch nie passiert, ne? Dass ich irgendwie mit ganzen KP runter war. Oh Gott, ich sehe ja schon wieder. Sie ist in der Nähe. Ja, ich kann es spüren mit der Macht. Wie lange das wohl schon hier war? Moins. So. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Ich habe es als ich schon im Sprung war, habe ich es gemerkt, dass mein Herz schon bereit war zu springen. Guck mal, diese Klippe. Wir sind Abgrund. So. Da bin ich nicht von hier gekommen. Nee, ne? Ja, so cool, dass ich jetzt Sachen heben und unterpacken kann, absenken. Ja, mir so, ja, soll ich jetzt meinen Meditationspunkt holen?
Dann erstmal das hier. Ihr habt keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort. Scheiße, Druiden. Wir haben keinen Commander mehr. Wir werden alle sterben. Bock-Kontrollraum oder Bug. Bug, ne? Nennt man das, glaube ich. Beim Schiff. Ja, so viele Wege schon wieder. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Das heißt, wir gehen erstmal überall anders hin. Dagen könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Ach, der hat nur einen Arm, er hat keine Chance. Ich habe eine Knarre. Er hat keinen Arm. Ich habe eine Knarre. Kann er jetzt eigentlich nur schwächer sein? Aber er hat die ganze Zeit nur einen Arm gehabt, ne? Genau, blöd, ne? Hätte, als er aufgewacht war, auch schon nur einen Arm. Ich weiß nicht, wieso ich das schon wieder ausgeblendet hatte. Ich habe mir gerade so gedacht, so warte mal, wo hat er noch mal seinen Arm verloren? Irgendwie habe ich so in Erinnerung, der hatte noch zwei Arme, als er im Bagdad-Tank war, und dann ist er aufgewacht, hat irgendwie einen seiner Arme weggepackt und ja, weiß ich nicht. Gott, wo gehe ich denn jetzt hin? Da sehen wir schon wieder nach offiziellem Weg hier aus. Lucra Hulk Kern. Wie sagt mir, ich finde gleich eine Dings, eine Meditationspunkt, weil den ganzen Aufzug quasi will ich jetzt nicht noch mal machen. Bin ich jetzt hier? Was? Ach, das ist nur ein Fenster. Okay. Oh, guck mal. Ah. Und die irrsinnig lange Aufzugfahrt doch nicht umsonst. Ja, Gesundheit. Das sehe ich gerne. Mehr Gesundheit. Das kann man mal machen. Ach, hier ist das alles klar. Und jetzt komme ich hier hin. So, jetzt nehme ich aber Meditationspunkt als Schnellreise. Der Aufzug, der hat ein bisschen lang gedauert, so vom Tempo her, ne? Hätte ruhig mit Mops Geschwindigkeit sein können. So, wir sind wieder heute sehr witzig spielen, ne? Gerade nicht gesehen den Kollegen. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Ich habe gerade eine Gesundheitsessenz bekommen. Von daher, die paar Gesundheit werden wir bestimmt beim, ich nehme jetzt mal an, jetzt kommt gleich ein Bosskampf, weiterhelfen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, ich wollte schon sagen. Oh nein, sag mir jetzt nicht, ich muss auf den Aufzug warten. Boah, muss ja doppelt so lang warten. Ich erstmal kurz ein Bonbon, ne? Damit ich mehr Macht bekomme, ne? Weil mein Schwert hier einfach durch meinen Umhang hier glitscht. Ich glaube, ich habe Zeit für noch ein Bonbon. Ja, ne?
weil die heute so noch gemacht, ne? Außer meine Videos zu gucken. Aber gucken immer genau da, wo ich hingucke. Oh mein Gott. Was? Bin ich dir schon wieder? Was ist dieser Ort hier schon wieder? Wo bin ich jetzt hier wieder gelandet? So. Okay. Wisst ihr, wo ich jetzt Angst habe? Dass ich gleich den Aufzug betrete und dann schon wieder fahr aus Versehen. Oh Gott. Tut mir das jetzt nicht an, ne? Ah. Wenn sich das Ding jetzt wieder aktiviert hätte, ne? So. Bleiben wir in Bewegung. Hier ist auch noch was. Da war ich doch schon. Warum bist du mir immer grün und auch grün angezeigt? Ja, und ich rechne jetzt mit einem Bosskampf. Aber könnte ja alles sein. Ja, vielleicht doch nicht. Okay. Okay, sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Druiden. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Ach, guck mal, wie wunderschön ich aussehe. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchtrennen muss. Erstmal musst du mich durchtrennen. Ein Geil von links an, Kerl. Ja, da kein Arm. Von links an. Er greift die ganze Zeit von rechts an. Der Stimmschlüssel gehört mir. Der Droide gehört mir. Der Tenalor gehört mir. Okay. Oh Mann. Ah. Ah. Ja, hier sieht nach einem Bosskampf aus. Wollte schon sagen, der lässt uns bestimmt hier nicht einfach gehen. Halt dich fest, sie. Oh, der hat ein Doppelschwert. Ich wollte schon sagen, das sah ziemlich groß aus. Aber rat mal. So ein Ding habe ich auch. Oh Gott, oh, der kann halt auch teilen. Zeitverschwendung. Warum man den sein Zeichen, eben seinen Namen. Sieht so besonders aus. Okay, lass mich mal. Ich habe das Gefühl, in den Kampf muss ich viel parieren. Ah! Ich spüre eure Angst. Ah. Ich hatte keine AP gerade. Abschaum. Willst du mir mal? Okay. Nur zu wissen, Machtschub bringt gar nichts gegen den. Nicht mit mir. Hier steht also noch was. Also das Gefühl, der hat noch immer so toll. So ein bisschen die gleichen Angriffe wie beim letzten Mal. Da meinst du, ich weiß sie noch? Ich bemitleide euch. Ich will auch so meine Lichtschwerter durch die Gegend fliegen lassen.
Wirklich? Ja, hier muss ich sehr viel parieren. Also auch voll einfach ist auch für die Großmeister, ne? Ich mach das noch mal. Okay. Ha. War er beeindruckt oder wollte er mich einfach nur so raus? So, mach das noch einmal und du kriegst dann auf die Fresse. Ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Oh, gerade schade. Trivial. Du machst einen Fehler. Nun, ihr habt abgezogen von dem. Ja, ich greifen können. Ihr seid schwach. Oh, komm. Hm. Ja, da schon wieder ein, da war schon so in der Combo drin, ne? Da konnte ich nicht machen. Nein, nein, nicht da rein. Da ist der Aufzug. Geh bloß weg von ihm. Okay. Das ist irgendwie eine tausendmal bessere Fähigkeit als hier. Wie diese Fähigkeit hier. Ich sorge für. Ich nicht. Ihr seid am Ende, Jedi. Nein. Ich wollte erstmal meine ganzen Dinger hier verballern. Nimm mal auf, danke. Ich will jetzt meine ganzen Dinger hier verballern, bevor ich hier halt einsammle. Ich bemitleide euch. Ah. Ah, ich vergesse mal, Glocken zu drücken. Schmerzt es? Hier. Wirklich? Ja, Spiel, ich weiß. Heilen. Abschaum. Könnte man mal machen. Er sagt, für die einzige Möglichkeit, den zu erledigen, ist durch Parieren. Ah, komm. So. Hat er mich gerade angeguckt? Er hat so nach oben geschaut, so nah. Und ja, mir ist bewusst, der Kampf wäre vielleicht ein bisschen einfacher mit einigen anderen Waffen. Aber, boah. Aber er hat ein Doppellichtschwert. Ich muss auch mit einem Doppellichtschwert kämpfen, okay. Ich häng da fest. Nicht mit mir. Das haltet ihr nicht durch. Oh, da kann ich dann einsetzen. Leidet. Ihr werdet nicht überleben. Amüsant. Ich habe gerade geblockt. Schwach. Schlampig. Ja, willst du mich auf den Arm nehmen? Hör auf, meinen Kampfstil die ganze Zeit zu kritisieren. Ey, warum geht denn seine Dings nicht? Ich habe gerade gesehen, seine Blockanzeige war voll nickig, deswegen habe ich ihn angegriffen, ne? Aber dann greift er mich einfach weiter an. Dong. Mutterten. So. Ihr wagt es. Amüsant. Sterb. Ja, ich wollte da gar nicht einsammeln. Ah, ist aber unfair mit der zweiten Klinge, die er hat, ne? Ah. Zeitverschwendung. Ah. Verängstigt, was? Ja, ich muss ja parieren, ey. Könnt ihr noch kämpfen? Und dann kommt er immer mit so einer Combo. Der Tod erwartet euch. Da. Was zum, da war voll im Glitschen.
Ja, voll mit den Beinen im Boden. Boah. Boah, warum war der erste Versuch gegen in dem Kampf der beste bisher? Danach ging es nur noch bergab irgendwie. Okay. So. Das Spiel abgestürzt. Komm schon. Ich meine, ist am Ende des Parts, von daher. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber okay. So einmal machen wir noch. Ich kann da mal irgendwie aufscreen, hier die Boni gleich nachgucken, bevor ich mal. Ich hänge da immer fest. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Ah, da kommt er immer noch einmal. Jämmerlich. Abschaum. Ja, auf die ganze Zeit meinen Kampfstil zu dissen. Ja, der tut mich ja blocken. Cool. Ich spüre eure Angst. Ja, ein bisschen vorsichtiger heute kämpfen. Schwach. Ja. Ihr seid schwach. Na. Hilfe bitte. Schmerzt es? Trivial. Ja. Ich gehe da nicht rein, wenn er sein zweites Schwert hat. Ich spüre eure Angst. Getroffen. Da er während ich angreife, haut er seinen Angriff raus. Er ist voll unfair. Ihr wagt es. Mach das nochmal. Ihr werdet scheitern. Das hat mich beeindruckt. Mach das nochmal. Oh, der macht immer zwei Angriffe. Oh. Ich werde euch brechen. Ja, diesmal wusste ich, dass der zwei Angriffe war. Gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Freilich. Ja, diesmal wusste ich. Aber den gleichen Angriff hat dieser eine Typ auch immer. Der hat einen immer mit einem Machtschub hier weggeschubst. Mach das noch mal. Das hat mich beeindruckt. Mach noch mal. Mach noch mal. Ich habe nicht gesehen. Okay, da wäre ein lustiger Part. Mal gucken, wie lange ich bei dem festhänge. Und ja, aber dem geben wir uns in der nächsten Folge dann, ne? Gut, gucken wir mal. Der könnte lustig werden. Mal gucken, wie lange ich bei dem feststecke. Ich finde jetzt nicht so, dass der hier so unmöglich ist, aber mein Gott, ich muss halt vorsichtiger sein. Gut, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal gegen den Typen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, so würde ich mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.